Willkommen zurück zu Mega Man 2. Ich habe etwas Halsschmerzen und bin deshalb etwas angeschlagen. Vor Airman habe ich tierisch Angst, aber ich mache ihn. Weil Airman ist, glaube ich, eine richtige Sau. Also, der wird uns ziemlich auf die Schnauze hauen. Ich habe jetzt auch eine Weile lang Pause gehabt. Oh ja, sowas habe ich ja gerne. Sachen, die auftauchen. Die nicht von Anfang an da sind und dann sowas haben. Dieses Level macht mir jetzt schon Spaß. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht mal so schwer. Man darf einfach nicht zu hastig sein, also zu hektisch sein. Wenn man hier mal ein bisschen abwartet, ist das wahrscheinlich sogar total okay. Jetzt bin ich allerdings nicht so der Typ, der abwartet. Und die Viecher, die hier einem auf den Sack gehen, die sind ja... Ne? Ja, tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen wenig reden kann. Ich versuche, so viel zu halten wie möglich. Allerdings wird das Ganze... wird je mehr ich sage, meine sämtlichen Let's Plays betreffen. Nämlich in dem Sinne, dass je mehr ich hier rede, desto weniger kann ich heute im Gesamttag aufnehmen. Ja, es ist so schön, dass mir hier meine Windows-Apps nerven. Und dass der hier auch ohne Ende spawnt, das geht mir auch so auf den Keks. Ja, lass mich darüber. Und wer bist du jetzt? Zeus für Arme oder was? Oh Gott. Ach, da muss ich rüber. Immer über die Zeus-Verschnitte drüber. Die schmeißen doch garantiert. Ja, natürlich schmeißen die, aber ich kann sie nicht töten. Also ich kann da nicht rüberspringen. Also für einen Rush-Jet würde ich gerade schon eine ganze Menge geben. Das Zeitfenster ist einfach viel zu kurz. Ich weiß schon, warum Leute mir hier Respekt aussprechen dafür, dass ich Mega Man spiele. Und es gab relativ wenig Beschwerden, außer halt jetzt hier wegen, mach doch mal Border an, zu dem sich niemand geäußert hat. Niemand. Niemand hat irgendwas gesagt. Toll, dass du jetzt Border an hast. Sieht viel besser aus. Aber auf der anderen Seite hat auch niemand gesagt, es sieht schlechter aus. Ja. Vielleicht ist es den meisten Leuten einfach egal. Also der Nächste, der sich hier über Border beschwert, der wird von mir hingerichtet. Nein, wird er nicht. Wenn euch der Border gefällt oder wenn er euch eben nicht gefällt, dann sagt mir das bitte ganz, ganz offen. Weil ich habe lieber, dass ihr mir sagt, was euch gefällt und was euch nicht gefällt, als dass ich hier ins Blaue mache und am Ende gefällt es überhaupt gar keinem. So, ich wollte nur hier rüberkommen. So. Der geht noch, aber der nächste, der wird assi. Und deswegen sage ich an dieser Stelle ganz klar, hier gibt es ein Safe. Weil die Stelle da vorne, die ist einfach nur nervig. Die ist ja nicht wirklich schwer. Da kann ich mir auch mein Leben immer wieder farmen. Oh, der Kollege, der... Diesmal hatte ich das Gefühl, er ging. So. Ja, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dann ist das eigentlich doch nicht so schwer, wie ich hier am Anfang sagte. Wenn hier noch Löcher in der Mitte sind, ne? Dann schrei ich. Och, sag mal, jetzt geht ihr mir langsam auf den Keks mit diesen Windows-Apps. Deaktiviere ich wieder, dass ich hier Nachrichten für krieg. Also wie diese Birdies hier. Bye bye, Birdie. An den Dingern habe ich schon gehört, kann man sich eigentlich saugeil abfarmen. Wow. Ich weiß nicht aber, in welche Richtung ich muss. Wahrscheinlich hier rüber. Nee, falsch. Das war falsch, das war schlecht. Ist aber auch gemein mit diesen Wolken. Du schon wieder, dich habe ich ja vermisst. Aber hier, komm. So möchte ich das sehen.
Seht ihr mal, wie hilfsbereit die Gegner in Mega Man doch sein können. Wenn man nur weiß, wie man mit ihnen umgeht. Wer ist denn der Dicke? Tut mir leid, der Beleibte. Oh Gott, und jetzt hier auch noch mit Birdies. Mit Birdies und mit Diggy. Extra Leben. Noch eins. Na, die sind jetzt gerade kollant. Ich lasse mich doch hier nicht von so einem Vogel fertig machen. Und wir sind tatsächlich da. Und den Speicher, den ich gemacht habe, habe ich nicht mal gebraucht. So, ich habe keine Ahnung, was seine Waffe ist. Wer er eigentlich ist. Also ich weiß, wer er ist. Er ist Windman, Blowman. Boy, Blow. Boys, and we all blow together. Verdammt, ich treffe ihn nicht. Das ist wahrscheinlich total die falsche Waffe. Und selbst wenn es die richtige Waffe ist, ist sie total ätzend. Kriegt man dich mit Bubble Man klein? Nee, Bubble Man, das interessiert dich gar nicht. Mit der Waffe für jedermann? Ich glaube, das ist echt seine Waffe. Also, bei dem zieht die zum ersten Mal wirklich. Vorher hat die ja bloß so ein bisschen, ne? Ein bisschen Schaden gemacht, aber eigentlich war es nicht so die Waffe, die hier universell schon, aber die hier wirklich reingezimmert hat. Aber ihm habe ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl, ja, macht was. Einfach bloß dicht dran stehen bleiben und ihn niedermetzeln. Ist mir jetzt hier keine Rücksicht auf Verluste. Komm hin. Wir haben ihn fertig gemacht. Hey, get a cool blue Airshooter. Stimmt, das war Airman, nicht Windman, nicht Blowman. Ja, wisst ihr mal, ich wusste gar nicht, wer das ist. Und jetzt blinkt sie hier. Message from Dr. Light. Item 2. Completed. Get your weapons ready. To get equipped with Item 2. Ich kann das nicht überspringen. Tut mir leid, Leute. Stage Select. So, Metal Man. Heatman habe ich ja gesagt. Den hebe ich mir mit Schluss auf. Mit seinen Fischlis hier. Warum hat Metal Man hier eigentlich Fischlis? So, jetzt möchte ich aber gucken, was hier Item 2 eigentlich ist. Yeah, ich habe endlich den Rush Jet gekriegt. Dafür bin ich ja auch irgendwo dankbar, ne? Ja, nehmen wir erstmal P-Blast. So, E-Tank, ich mache jetzt hier an dieser Stelle mal... hier so. Mache ich mal einen Save. Aus folgendem Grund. Wenn ich sterbe, sind meine E-Tanks weg. Das... Achso, stimmt, ich muss hier Waffe auswählen. Das wurde in späteren Megamans... kollanterweise weg raus rationalisiert. Kann ich die auch irgendwie kaputt machen mit irgendeiner Waffe? Bestimmt. Geht bestimmt, dass man die mit irgendeiner Waffe demoliert. Sie haben einen neuen Gegenstand in ihrem Inventar. Das muss ich mal gucken. Also Airman ist es schon mal nicht. Woodman ist hier auch die Flasche. Bubble Man hat keine Chance. Nope. Nö. Gehen wir mal aufs nächste. Ich habe ja noch ein paar. Das ist eigentlich hier die beste Möglichkeit. Blöd, dass es halt wirklich geht, bis es leer ist. Aber hier diese Szene, das weiß ich noch. Ach, verdammt, warum habe ich es aufgesammelt? Das hätte ich für Flashman nehmen sollen. So, jetzt wechsle ich kurz mal auf Flash. Das ist nämlich eigentlich hier... Oh Gott. Ja, jetzt habe ich gerade wieder verballert, was ich nicht tun wollte.
Ja, und da hinten seht ihr, es ist in die Wand gebackt. Nicht mal hier wurde sowas beseitigt. Es kommt nämlich über einen Gegner, die gerade in der Wand sind, töten möchte. So, das Kleine ist mir jetzt gerade mal wurscht. Ja, ich tank mich hier wieder voll. So, Flashman. Ist der vielleicht die Waffe hier für den Boss? Ich meine, ich habe ihn ja eigentlich so ein bisschen auf Quickman. Der eben schon die Geschwindigkeit im Namen trägt. Zugeordnet, aber eventuell habe ich mich geirrt. Eventuell ist der wirklich für eben diese auf Kollision ausgelegte Stage zugeschnitten. So, jetzt gibt es hier Flash. Ne, Moment, da war ich schon richtig. So. Der ist nämlich jetzt wieder fit. Und wir sind auch fit. Seht ihr mal, ich habe hier das Leben komplett auffüllen können auf diesem kurzen Areal. Na gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen auf die Schnauze gekriegt, aber das ist schon okay. Vielleicht kommt ja noch so eine Szene. Ich hoffe es inständig. Aber sowas hier, das ist schon wieder böse. So, einfach weiter. Gar nicht lange aufhalten. Oh, geil. Aber ich kann die Sägeblätter zerschießen. Das ist gut. Theoretisch könnte ich hier auch drauf schießen, bis eins der Sägeblätter mir wieder so ein großes Lebensteil droppt. Zum Beispiel sowas da. Es läuft gerade, ne? Warum habe ich diese Stage eigentlich so lange vor mich hingeschoben? Wahrscheinlich, weil der Boss kacke ist. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich habe keine Erinnerung mehr an ihn. Aber wenn hier schon die ganzen Sägen sind, der hat ja auch so eine Art Sägeblatt oben auf seiner Stirn drauf. Das hole ich mir nicht. Nö. Ganz ehrlich, so nötig habe ich es dann doch nicht. Nope. So much nope. So, jetzt will ich es mal mit Flash probieren. So, Metal Man. Warum die Stage ist eigentlich mehr auf Kollision angelegt als die Crashman Stage? Das finde ich irgendwie ein bisschen mehr. Nope, sie macht keinen Schaden. Ja, ich kann hier während der Zeit auch nichts machen, ne? Wollte ich bloß mal gesagt dann. Komm ich hier mit der Crash Bomb? Ne, Crash Bomb ist hier total. Was? Ich glaube, Airman zieht hier nicht so wirklich. Also ich habe ihn ja, glaube ich, einmal berührt. Ja, ja, das ist dem völlig wurscht. Und ich habe das Gefühl, auch Woodman ist erneut nicht die Waffe der Wahl. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? 2, das passt. Versuche ich es mal hier mit Bubble. Vielleicht rostet Metal Man ja. Nope, Bubble Man ist ebenfalls nicht die Waffe der Wahl. Und die Waffe für jedermann. Warum zieht die eigentlich bei jedem Boss? Kann mir das mal einer sagen? Also es ist schon ein bisschen unausgewogen, möchte ich fast sagen. Dass es eine Waffe gibt, die jeden Boss töten kann. Und das hier war wirklich knapp. Kriegen wir jetzt auch vielleicht mal Item 1? Aber jetzt weiß ich zumindest, den Boss hätte ich mit Blaster nicht machen wollen. Get equipped with Metal Blade. Jetzt sind wir hier so olivgrün. Ist das Oliv? Ich habe keine Ahnung. Da ist Heatman. Der Hitzemann. Diese Stage. Wir haben sie schon dreimal gesehen. Diesmal habe ich mir vorgenommen, dass ich sie schaffe. Aber solche Vorhaben können natürlich auch ganz schnell wieder enden. Aber ich glaube, für ihn ist wirklich Bubble Man hier ideal. Weil Feuer, Bubble Man, Wasser, das stimmt schon irgendwo. Also irgendwo ist es schlüssig.
Bin gerade am Überlegen, ob ich wieder Flashman zünde. So. Also wenn man hier die Waffen hat, alle, also wirklich jede einzelne, dann fühlt man sich doch ein bisschen sicherer. Warum ist der unten despawned? Kann man nicht töten, das ärgert mich ein bisschen, dass man den Kerl nicht töten kann. Da hatte ich keine Lust drauf. Eigentlich wollte ich hier wieder runterspringen, also mich runterfallen lassen. Die Szene hier habe ich ja inzwischen schon im Kopf, die kann ich. So, jetzt haben wir den Midway Point erreicht. Das bedeutet, Hälfte des Levels sollte jetzt eigentlich vergangen sein. Vielleicht droppen die mir ja noch ein extra Leben, aber die wollen eigentlich nicht. Die haben da nicht so Lust auf extra Leben. Ich glaube, hier könnte man auch mit Item 3 ein bisschen schummeln. Nee, du bist Bubble Man, dich brauche ich später. Hier brauche ich, nee, Middleman ist auch falsch. Flashman auch. Dich brauche ich hier, Crashman. Wehe, das Ding ist respawned, wenn ich gleich hier wieder hingehe. So. Machen uns das jetzt ein bisschen einfacher. Wenn wir hier schon alle Waffen haben, dann werde ich mich hier nicht extra anstrengen. Oh, hier brauche ich den nochmal. So. Meine Büchsenfreunde gerade mal umnieten. So, wieder zurück. Und ja, weil ich hier absolut keinen Bock drauf habe, dass ich wegen der Szene da drüben runterfalle. Das Ganze jetzt mal so. Gut. Der Safe war ja mehr ein Sicherheitssafe. Habe ich nicht gebraucht. Ganz ehrlich. Nur mal um zu sehen, ob es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert, weil hier, das macht keiner mit. Nö. Ganz ehrlich, nö. Auch für auch dieses extra Leben, das ist mir gerade völlig wurscht. Ich mach den Mist nicht nochmal. So, Kumpelblase, du bist auch hin. Und dann sind wir bei Wily. Wir haben es geschafft. Voller Elan hüpfen wir hier ins Finale. Bubble Man. Naja, Finale ist ja noch nicht. Denn der böse Doktor erwartet uns ja letztlich noch. Tja, also nach alter Fireman-Manier ist er ein bisschen ätzend. Aber mit Bubble Man überhaupt gar kein Problem. Also hier ist echt bloß Item 2 und ich denke mal, hätte ich sein Muster gelernt, dann wäre der total einfach gewesen. Age get equipped with Atomic Fire. Basiert ja auf Fireman, das habe ich aber schon mal erwähnt. Und wir kriegen endlich Item 1. Als ob diese Stage jemand als erster macht. Ich wollte sie als erster machen. Das Spiel hat mir in den Hintern getreten dafür. Item 1 completed. Get your weapons ready. Ja, ist schön. Dr. Light, beeil dich mal. Get equipped with. Ja, bitte mal ein bisschen. Item 1. So, Stage Select. Aber, oh, das gucken wir uns noch an. Augenbrauen bereit. Mit der Augenbrauen-Action fliegt er jetzt hier in sein Wily-Schloss. Das zweite, woher nimmt Dr. Wily eigentlich die Kohle? Also, wird er hier irgendwie gesponsert von, weiß ich nicht, der Armee? Dem Hausfrauenverband, ich weiß es nicht. Von irgendwem muss er gesponsert werden. Aber Leute, wie es hier drüben weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich mache hier mal ein Safe, weil das wird mir sonst auf den Keks gehen. Lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Mega Man. Bis dann, euer Wolf.